Aber macht sie ja sicher gerne. Gute Fahrt. So, Nummer 3 in der Startfolge ist die Startnummer 10, Linde Kars aus dem Niederland, aus Wilwolde, mit einer englischen Douglas, Aal, hat getroffen mit 8 auf die vermittelten Pfeile. So, wunderbar, gute Fahrt. Und der nächste ist dann die Startnummer 11, Lenzing von der Linde, ist gerade noch mit Rücken hin, auch mit Douglas, Stockland-Kars. Die beiden verbinden, jawohl, es kommt ist, das kann die Dame, dann kommt der Herr. Vor der Mannschaft der Einzige, der noch hier Schnittgang, gute Fahrt. Nein, der nächste dann, Hans-Dieter Schwimmer aus Bielefeld auf einer Wanderung, ein Heeresmodell, 1914 für die damalige Freiburgische Wehrmacht. Nächste dann, Henk von der Linde aus Bielefeld auf einer Terro, Terro von Bielefeld Schubmaschinenhersteller, der das für die Motorräder gebaut hat. Dann kommt der erste Freund aus Marienburg, der New Hops, so, da war ich dazwischen. So, wie gesagt, der erste Freund aus Marienburg mit einer New Hops, da war ich dazwischen. Dann, im Start Nummer 16, der hat Sommerfeld aus Halle, der hat das Bild des Sommers. Und dann auch Blankenstein aus Halen, andere Lebensmittel, ein zweites also. So, dann der alte Jörg, das Christian, der Friedemann, von der 2. Auch mit dem Steckband, Anschaltung, verwickelte Pfeile, herrlich. Markus Trabock, von der Wanderbau, 327, aus Wester Kappel. Gerd Hornersmar, aus Maro, Niederlanden. Martin Friedel, Blumen, gespannt. Da wurde sich der Hund mitgenommen, der Hund, der Hund, der Mann ist verrückt, der Hund. Dann Lothar Klemmer aus Langenhagen auf einer Wanderung 1920. Ja, das ist doch voll verrassen. Friedrich Lothar aus Dortmund auf einer Royal Enfield. Und Gerrit Rudin aus PSA A2 aus Engelhof. Aus Wilmau in der Halle, Anne Wilson von 1922, unter Michael Wiesen auf einer Wanderung 1922. Das passt gut. Gut. Unter Michael Wiesen aus Bleibastel auf der Wanderung, der Nummer 30, bis nach Wildenberg, hoch auf Fuchs. Der Schweiz mit einer GPS, Nummer 31, Feller Wiesig, Family Model Marie. Dort, die nächste müssen dann im Startplatz 31 sein, Christian Kür, Wallisfeld aus der Schweiz auf einer Chase. Ganz seltenes, macht die schöne Fahne, ein Kanäle-Fest mit der Transfer des Arztplatz in der Lea. Es gibt der Massenstart, jawohl, da kommt die 24. William Mannisse aus Fahlen, der Harry Jelitzen, Straße 1924 auch. So, dann Susanne Dorf aus Helmer auf der DSAS,
Conny Hilden verstorben noch hier auf Sommerfeld auf einer DSA hoch des Vorraums. Conny Hilden. Dankeschön, dass die DSA uns so lange noch vorführen, das hilft mir. Ich war mit Kind an Bord, das ist Fahrgefahren. So, die Startnummer 40 ist bei der Albert Pieck, das Netz mit dem G-Rad, Hamburg Dresde. Guck, wer das S anzündet. Jetzt mal los. Über das G-Rad. Über das A. Der S-U. Ah, Startnummer 45, Taxi-Bereich. Der Michael Lehner aus Martelobel. Der ist an den Netzlitz im Altenwagen. Start Nummer 54 folgt, das ist der Standard Dietrax von Kollegen in der Region 3. Start Nummer 44, Axel Borchardt aus Salzertal und der MSU. Start Nummer 45 ist die Vorsitzende von der Michael Lell. Das ist der herrliche Matchless. Und die Nussi, MSU und Leckers Ulmer, Autounion. MSU besteht aus den beiden Teilen Stadtwaldart und Leckers Ulm. Lecker und Ulm, das sind MSU, Eckertümer und Bogen. Ja, wer ist der nächste? Sieht man ein bisschen noch startet los. Da wird noch ein Hund gegrüßt, der startet bei 49. Oh, dann kommt die Nummer 51. Da haben wir heute Backe auf dem Drehrad gespannt. Kommt die Drehrad. Bauen wir mal das nächste Mal aus. Dann kommt jetzt der Trigos aus Neuling auf der BRDR 42, zeitgleich mit Nummer 5, dem Winter Brüher, wenn sich noch verkloppen. Nummer 3 ist uns dann die Nummer 57, der Frontmarker Krieger auf der Sitte, mit der Sandwiener. Die ist noch stark sozusagen, ja, da ist ein bisschen Fußeinsatz, aber es geht auf die Reise, gute Fahrt euch. Nummer 58, der Super Straße oder Schulter auf der Zunder, EM 249. Baujahr ist 1990, ist der Höhler, das ist die letzte auf der Ferro. Der Ferro hat 1927, ne? Startnummer 70, Jens Weißmüller aus Friedrichshau in der BMW A47. Rainer Tettig aus Schmiedflug mit einer Rundesser Koch, 408, Frankreich, Friedrich, vor dem Zweiten Weltkrieg, der größte europäische Motorradhersteller. Der Hof, wo die Verbraucherstaat genannt haben. Und die war auch die jüngste Automobilszene in Deutschland und wurde vor dem Anfangsgrund gemacht. Vorsichtig wird der erste Lob aus Rotschow aus der Schweiz in der Standardreise 1927. Die nächste Gruppe macht sich schon bereit. Unter anderem sind die Nummer 63 von Fieber und Schachtel auf der DSA B27. Und dann haben wir hier auch noch in der Startreihe über 65 Jäger Bäumann auf Nagenrode in der Würze Berlia, also aus Schwabenhof, Teil I, 1925. Nächstes Märchen, da wir jetzt ein Tier-Tiefe abstarten, da sind wir noch was für los. Finish-Show, BMW R47 Thank you.
Klasse wurde von präsentiert. Gute Fahrt. Jawohl. Der Vierfach, der Aufwand von Deutschland ist ein Wert der Entwicklung. Diese Gewalt ist schon bei den 80er Starten. Start Nummer 80, der Dame Riemers aus Braunschweig und hat jeweils 50 Zug, R06, Peugeot hat angefangen mal
Woo!
Das Spektrum der Fahrzeuge, die Sie hier sehen, ist ja sehr groß. Unter anderem haben wir auch eben Fahrzeuge, bis 1900. Weil es da besser als in den Weg war. Alle Kleinen waren in der Stadt des Ebers, dass hier ein wichtiger Sponsor ist, der uns eben auch schon seit langer Zeit die Treue hält. Wir haben jetzt auch schon das erste Motorrad, was Das stimmt nicht, Ihre eigene Startzeit hier mit der eigenen Motorrad, oder?